Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's, euer Dreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Outriders-Video eingeschaltet habt. Endlich ist es soweit, ich präsentiere euch meinen Devastator und eins garantiere ich euch, der ist bestimmt ein wenig anders als die Builds, die ihr bis jetzt gesehen habt. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt doch hier unten den roten, fetten Abonnieren-Button und lasst ein Support-Abo da. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Wir fangen wie immer mit dem Skilltree an und sofort wird euch auffallen, was hat der mit der Blutung gemacht? Warum ist hier kein Heal über Blutspende? Ja? Ganz einfach, bei einem guten Anomalie-Build geht ihr auf volle Anomalie-Power und volle Rüstung und dadurch fallen die Mobs so schnell, die Blutung tickt gar nicht. Ja? Das würde gar keinen Sinn machen hier an der Stelle, sondern die Heilung kommt über die Fähigkeiten selbst. Das seht ihr aber später im Gameplay. Hier Anomaliekraft holen wir uns mit, dann hier reduzieren wir die Ablenkzeit für Erdbeben. Die anderen beiden Skills interessieren uns nicht. Dann hier holen wir uns wieder die Anomaliekraft rein und hier bekommen wir 10 Sekunden lang um 45% der erhöhte Anomaliekraft, wenn wir den Golem und Geschosse zurückwerfen nutzen. Und deswegen spielen wir auch mit diesen beiden Skills, weil wir wirklich hier den höchsten Benefit aus den Skillpunkten nehmen. Ja, die meisten spielen ja mit dem Gravitationssprung, macht aber wenig Sinn. So können wir unsere Anomaliekraft 45% dauerhaft oben halten. Ja, weil der CD ist wieder ready, wenn ihr beide Skills nacheinander used und dann könnt ihr wieder den Golem usen und sofort habt ihr wieder die 45%. Das heißt, wir sind voll, also wir haben die ganze Zeit 45% mehr Anomaliekraft-Power. Ein wesentlicher Bestandteil auch dieses Builds und ein wesentlicher Move. Ja, der Gravitationssprung, der ist zwar ganz nice, aber wie gesagt, hier wirklich volle Anomalie-Power. Ihr werdet sehen, es spielt sich so, so geil. Hier nehmen wir die reine Anomalie mit, Widerstandsdurchschlag um 15% wird dadurch erhöht und dann erhöhen wir hier unsere Anomaliekraft. Dann gehen wir hier hoch, nehmen den Steinkreis mit, erhöht die Entfernung, die noch als kurze Distanz gilt, um 4 Meter, damit wir an im Schutz der Menge, erhöht deine Rüstung für jeden Gegner innerhalb kurzer Distanz um 7%. Dann erhöht deinen maximalen Lebenspunkt um 10%, damit wir hier dran kommen, Panzer, erhöht deine Rüstung um 20%. Und dann die geerbte Rüstung, wenn ein Gegner innerhalb kurzer Distanz schiebt, überträgt er 10 Sekunden lang 20% seiner Rüstung an dich. Ja, ihr seht schon, das hier ist natürlich ein krasser Rüstungsbuff, aber wer profitiert davon? Natürlich die Modifikation Festung. Ja, und dadurch auch natürlich unser Gesamtschaden. Dann geht es weiter, endloses Beben, reduziert die Ablenkzeit von Seismikfähigkeiten wieder um 15%, also unser Erdbeben. Dann erhöhen wir wieder die Anomaliekraft. Hier sehr nice, Henker, erhöht den Schaden gegen Gegner mit weniger als 30% Leben um 20%. Dann holen wir uns hier wieder die Anomalie-Power mit. Und hier Verjüngung, erhöht deinen Lebensentzug durch Fähigkeiten um 15%. 6%, Entschuldigung, ich dachte schon 15 wäre krass gewesen. Dann von der Anomalie geschützt, erhöht deinen Rüstungsbonus um 40% deine Anomaliekraft, auch nochmal schöner Rüstungsboost, erhöht 10 Sekunden lang die Rüstung um 20% und den Widerstand um 20%, sobald deine Fähigkeiten enden, der fähige Wächter. Dann nehmen wir hier auch nochmal den Widerstandsdurchschlag mit um die 15% und dann erhöht den Basisschaden von Seismischfähigkeiten um 50%. Auch hier profitiert wieder unser Erdbeben davon. So, und das ist unser Skilltree und der ist wirklich sehr, sehr effektiv. Lass uns mal die Fähigkeiten angucken. Wir spielen mit den drei Fähigkeiten Erdbeben, Geschosse zurückwerfen und Golem. In der Rotation sieht es eigentlich so aus, dass wir immer eine Schutzfähigkeit ziehen und dann kommt das Erdbeben. Ja, weil dann profitieren wir von den 45% Anomaliekraft durch den Skill Paladin. Und ihr seht jetzt hier, ja, 15,5 Sekunden CD und 18,6 Sekunden CD. Deswegen haben wir auch keinen Skillpunkt genommen, um irgendwie unsere Ablenkzeit von Schutzfähigkeiten zu reduzieren. Weil hier, mit dieser Kombination brauchen wir das nicht. Das heißt, wir können wieder mehr in Schaden investieren. Warum? Wir ziehen die erste Schutzfähigkeit, ja, dann haben wir 10 Sekunden lang einen Boost auf unsere Anomaliekraft. Dann ziehen wir die zweite Schutzfähigkeit. Dann haben wir nochmal 10 Sekunden, das bedeutet 20 Sekunden Boost auf unsere Anomaliekraft und dann ist das erste wieder ready. Das heißt, wenn wir das geschickt anstellen, haben wir permanent 45% Anomaliekraft-Power über den Paladin für unser Erdbeben. Und das ist natürlich ein entscheidender Move. Außerdem haben wir hier noch eine Defensive drin und Geschosse zurückwerfen wird nur gezogen. Das seht ihr aber auch gleich im Gameplay und sofort wieder abgebrochen. Es geht wirklich nur um die Aktivierung. Ganz wichtig ist, das stackt nicht. Ja, wenn ihr beide gleichzeitig zieht, also Geschosse zurückwerfen und Golem, habt ihr nicht 90% mehr Anomaliekraft. Ja, deswegen müsst ihr immer diese 10 Sekunden abwarten. Das heißt, Schutzfähigkeit 1 ziehen, 10 Sekunden abwarten, Schutzfähigkeit 2 ziehen.
Ja, das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn wir gerade mal hier reingehen. Und jetzt ziehen wir zum Beispiel hier einmal den Golem und gleichzeitig auch noch das. Wir haben nicht hier einen doppelten Boost auf unsere Anomaliekraft. Ja, das werdet ihr jetzt gleich auch nochmal sehen, wenn das jetzt ausläuft. Dann werdet ihr sehen, wir haben wieder nur 195 Anomalie-Power. Das machen wir jetzt einmal als Beispiel. Paladin ist jetzt ausgelaufen. Ihr seht es jetzt und wir haben 195, ja. Obwohl wir eben beide gezogen haben. Also völlig egal, dass ihr beide zieht. Deswegen ist die Rotation so, so wichtig, ja. Aber auch richtig gut, weil wir dadurch, wie gesagt, permanent die 45% Anomalie-Power aufrechterhalten. Und das ist ein Move, ja. Und deswegen ist es auch besser als der Gravitationssprung, meiner Meinung nach, für den Damage und für das relaxte Gameplay. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Gerne könnt ihr auch, wenn ihr es möchtet, mit dem Gravitationssprung spielen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Option wert. Wie gesagt, Erdbeben, unser Damage-Skill Nummer 1, ja, unterbricht auch noch die Gegner. Sehr, sehr geil. Dann Geschosse zurückwerfen, wird nur gezogen und sofort wieder abgebrochen. Dient nur dem Paladin und genauso der Golem bietet uns aber auch noch 8 Sekunden lang vor Schutz, vor 65% des Elitenschadens. Also auch sehr, sehr geil. Ja. Und das ist unsere Kombination. Relativ relaxed durchzuzocken eigentlich. Schauen wir uns mal unsere Ausrüstung an und dann gehen wir erstmal auf die Waffen ein. Ich spiele hier Methodeschild und Scheiterhaufen. Die Kombi Festung und Schattenkomet auf beiden Waffen, ja, die Festung, du erhältst bis zu 43% deiner Rüstung als Schadensbonus und ihr wisst ja, was wir im Skilltree mit unserer Rüstung gemacht haben, extrem geboostet, gerade wenn wir Gegner Close Range killen, da geht einiges auf Rüstung zu uns über und dann machen wir natürlich nochmal einen extremen Damage Boost, ja, gerade wenn ihr Boss Close Range killt und dann lasst man Schattenkomet knallen, 1 Million plus ist easy erreichbar, sogar viel, viel mehr, wenn ihr es gut anstellt. Also krasse Kombination, dann der Schattenkomet auf den Schrotflinten sowieso heftig, weil ihr damit mehrere Ziele trefft. Ihr trefft sie auch Long Range, das bedeutet, wenn ihr einen Abstand zu denen habt und dann den Schattenkomet rausballert und der spreadet schön, dann bam, viele Ziele getroffen, viel Schaden incoming. Ja, das ist natürlich das Geile daran, aber klagende Winde ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Falls ihr diese Mods noch nicht habt, könnt ihr natürlich auch die Sturmpeitsche nehmen, Knochensplitter und. Da gibt es ja genügend Alternativen. Also gerade wenn ihr in der Levelphase seid, müsst ihr das nicht so spielen. Ihr könnt es aber so spielen und probiert andere Modifikationen einfach aus. Da gibt es wirklich eine Menge Mods, die euch da helfen. Schauen wir uns unser Gear an und hier spielen wir mit dem Set des seismischen Befehlshabers, denn dadurch erhöhen wir den Schaden bei Gegnern, die bluten um 50%. Optimalerweise in der Kombination Helm, Brust und Beine. Leider noch nie einen Helm gedroppt, aber so ist es, damit muss man umgehen. Dann zockt man halt was anderes. Ich mit den Schuhen, weil die haben sowieso zweites Beben drauf und dann haue ich halt noch eine andere Mod drauf. Ja. Hier die Fratze der Anomalie kommt von Haus aus mit Anomalie-Echo. Die Affixe sind auch nice, Anomaliekraft, Ablenkzeitreduktion und Lebensentzug durch Fähigkeiten passen alle drei optimal auch in unser Bild. Wenn ihr aber jetzt diese Fratze der Anomalie nicht habt, dann nehmt ihr einfach einen Helm mit den drei Affixen Anomaliekraft, Ablenkzeitreduktion, Statuskraft oder Anomaliekraft, Ablenkzeitreduktion und Lebensentzug durch Fähigkeiten. Ja? Diese drei Affixe sind auf jeden Fall top zu spielen für dieses Bild. So, Anomalie-Echo, du erhältst bei Aktivierung der Fähigkeit 15 Sekunden lang einen Bonus von 3276 auf Waffenstärke, das ist uns egal, aber wir erhalten auch nochmal 11.484 auf die Anomaliekraft. Dann den Blutschock, verursacht bei von der Fähigkeit geschädigten Gegner Blutung, wenn wir Erdbeben nutzen. Ja, ganz, ganz wichtig für uns, denn dadurch triggern wir quasi unser Set. Kommen wir auch direkt zur Brust mit den drei Top-Affixen, Anomaliekraft, Statuskraft und Ablenkzeitreduktion. Auch die Hose, ich wünschte, der Pyro hätte so ein Set mit den drei Top-Affixen, ja. Machtassimilation, du erhältst für jeden Elite-Gegner auf dem Schlachtfeld einen Bonus von 11.061 auf deine Anomaliekraft und das Erbe der Erde. Wichtig, Erdbeben erhöht die Reichweite der Fähigkeit um 60%. Dann auch der Beinschutz des seismischen Befehlshabers mit den drei Top-Affixen. Und hier die Hose hat automatisiert den Mod drauf, erhöht den Schaden gegen von Blutung betroffenen Gegnern um 25%. Wichtige Modifikation. Und dann noch der berstende Boden, erhöht den Basisschaden der Fähigkeit um 84.000 von Erdbeben.
Ja, dann haben wir hier Offset-Hände. Da ist es nur wichtig, dass ihr die richtigen A-Fixe habt. Und darauf habe ich zusätzliches Beben geschallert. Ja, Erdbeben, die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden, bevor die Ablenkzeit ausgelöst wird. Ist ein Rang 1-Mod und dann noch den Rang 2-Mod. Blutschub, der war automatisch drauf. Deswegen dann ein sehr guter Roll für unser Bild. Erhöht den Schaden der von Blutung betroffenen Gegnern zugefügt wird um 15%. Und am Ende haben wir noch die Schuhe mit zweites Beben. Damit können wir dann Erdbeben dreimal nutzen. Die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden, bevor die Ablenkzeit ausgelöst wird. Deswegen sind die Schuhe so nice. Und dann noch Captain Jäger erhöht deinen Schaden gegen Elite-Gegner um 25%. Aber wie gesagt, eine andere Kombination wäre optimaler. Trotzdem, so kann man super spielen. Man kommt sehr, sehr einfach durch 15 und Gold durch. Und das ist ja das Wichtige. Wem es jetzt aufgefallen ist, ich habe jetzt hier keine defensive Modifikation drin. Ja, das ist ja so, als würdest du über ein Gummi nochmal ein Gummi ziehen. Fühlt sich quasi scheiße an, weil der Devastator hat schon von Haus aus genug Schutz. Ja, passt ja quasi die Metapher. Und deswegen hier keine defensive Modifikation, sondern tatsächlich voll aggressiv rein da. Und wenn ihr jetzt hingeht und eine defensive Mod spielen wollt, dann nehmt den Schadensabsorbierer oder den Kreis der Kraft. Beides super. Über den Schadensabsorbierer kommt nochmal mehr Rüstung hinzu und dadurch steigert ihr auch nochmal euren Schaden. Also volle Offensive und deswegen funktioniert super. Ja, ihr werdet stehen wie ein Brett und deswegen seht ihr gleich im Gameplay, funktioniert einfach wunderbar. Ja, und ich dokumentiere bzw. kommentiere das Gameplay, damit ihr auch meine Router versteht. Und wir zocken ganz, ganz relaxed einfach das Ding durch. Und ich sag euch eins, mit diesem Devastator, ne, könnt ihr so relaxed farmen, weil ihr defensiv und auch offensiv stark genug seid. Und ihr müsst eigentlich auf gar nichts aufpassen, sondern nur stehen, die Schutzfähigkeiten nehmen, in der Rotation auch einfach Erdbeben rausbringen. Ihr macht so viel Schaden, die Schattenkomete. Und es ist so ein relaxes Gameplay. Also ihr müsst eigentlich auf nichts aufpassen. Nicht euer Positioning, gar nichts, weil ihr seid defensiv und offensiv stark genug. Richtig geil, macht mir extrem viel Spaß im Moment, muss ich tatsächlich sagen. Devastator ist einfach Liebe im Moment. So, und jetzt rein ins Gameplay. So, jetzt schauen wir uns hier den entspannten Run an. Sehr, sehr relaxed. Hiermit kann wirklich jeder Gold laufen. Egal ob älterer Spieler, ob Spieler, die nicht so viel Zeit haben und so weiter. Wirklich jeder. Hier am Anfang, da brauchen wir nicht ziehen. Ja, sondern hier lohnt es sich nicht. Die sind eh One-Shot. So, und jetzt ziehen wir Geschosse, damit wir unsere Ability-Power haben. Anomaliekraft. Und dann nuken wir die Alphas ganz relaxed runter mit 750.000er Schattenkometen. Relaxed. Richtig geil. So, jetzt ziehen wir hier die Mobs meistens zusammen. Auch hier. Ja, hier lohnt es sich jetzt nicht irgendwie die Ability Power zu ziehen, weil die sind sowieso alle One-Shot. Wichtig ist, dass wenn ihr den Schattenkometen nutzt, dass sie kurz stehen bleibt. Ne? Wenn ihr rennt die ganze Zeit, dann kann es sein, dass der Schattenkomet daneben geht. Deswegen solltet ihr meistens kurz stehen bleiben, wenn ihr den Schattenkomet nutzt. Alles weg. So relaxed, ey. Lange nicht mehr so relaxed gefahren, muss ich tatsächlich sagen, weil er halt auch defensiv so stark ist. Ne? Weil wir kriegen ja Rüstung, wenn Gegner bei uns in der Nähe sind. Das meiste, was ich bis jetzt an Rüstung hatte, war 830.000. Da habe ich so einen Hund besiegt, der Zusatzrüstung hatte. Weil die Rüstung wird hier übertragen. Also für jeden Gegner, der auch in der Nähe ist, den ihr besiegt und so weiter. Das meinte ich. Jetzt habe ich den Schattenkomet zu früh geballert auf den Vogel. Und deswegen ist der baden gegangen. So, jetzt warte ich kurz ab, bis wir alle dran haben. Und jetzt seht ihr, ich stecke hier sogar am Busch fest. Ne? Kein Problem. Kein Problem. Wir ziehen die Ability Power immer schön in der Reihenfolge Geschosse und danach Golem, damit wir die auch ständig abhaben. Ja, ihr könnt euch merken, der Golem hat so circa, der läuft ganz genau 8 Sekunden bei uns. Das bedeutet, wenn der Golem ausläuft, habt ihr noch 2 Sekunden die Ability Power und dann seht ihr, dann sind Geschosse auch wieder ready.
Auch hier treffe ich das erste Mal den Vogel nicht, aber trotzdem geht der schön runter. Das ist halt geil beim Erdbeben. Funktioniert wunderbar. Ja. Setz mal einen weg. Jetzt hier wieder in der Reihenfolge erst die Geschosse, weil die eine schnellere Ablenkzeitreduktion haben, beziehungsweise nicht so lange CD drauf ist. Und dann ziehen wir circa nach 10 Sekunden normalerweise den Golem. Hier war ich faul. Gibt sich erst wieder die Geschosse, weil ich auf den Alpha gewartet habe. Digga, einfach mal 50% nach einer Combo. Melee-Attacke, damit das dicke Fell weggeht, wobei das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Ja, und schön überall Blutung drauf und da kommt der schöne Schaden rein. Ach, ist einfach so schön zu farmen, ne? Es ist so relaxed. Hier positioniere ich, das ist auch ganz wichtig, das sieht man hier ganz schön, ich positioniere mich natürlich immer so, dass ich so viele Gegner wie möglich erwische, ja. Das bedeutet schön in der Kranlinie, das sieht man auch später nochmal bei den Brütmüttern. Ja, bei den beiden hinten, da positioniere ich mich immer so, dass ich auf jeden Fall beide mit dem Erdbeben erwische. Hier wieder Geschoss in unserer Rotation. Einmal das Erdbeben, die Schattenkometen, zweimal das Erdbeben. Hier müssen wir leider nachladen. Ja, weil dann habt ihr den meisten Damage eigentlich, wenn ihr so spielt. Erdbeben, Schuss, Erdbeben, Schuss. Weil dann ist Blutung ziemlich lange drauf. Und dann profitiert ihr sehr lange vom Blutungsbonus. Und eure Schattenkometen natürlich auch. Ja, deswegen ist das so optimal. Jetzt haben wir die Rota durchgeführt. Zack, aber jetzt wollte ich die runterbürsten. Und weg damit. Schön. Ganz relaxed. Ja, erster Raum. Trotzdem mal kurz am Busch hängen geblieben. Ja, man kennt es. Bleibt öfter mal am Busch hängen. Und dann schön runtergespielt. Jetzt ziehen wir wieder erst die Geschosse. So, und zack. Schön unser Boost rein. Und da sind die Alphas auch schon weg. Jetzt kurz zurückziehen, damit wir die alle versammelt haben. Und wieder hier rein. Golem läuft und läuft und läuft jetzt aus. Und ihr seht, jetzt haben wir noch eigentlich 2 Sekunden. Jetzt, und jetzt könnten wir Geschosse wieder spielen. Und hätten die Anomalie-Power die ganze Zeit ab. Ja, funktioniert wirklich wunderbar. Und ist auch höchst effektiv. Hier hätte ich erst Geschosse ziehen müssen. Das war jetzt falsch in der Rota. Oder hatte ich abgewartet, weil Erdbeben nicht ready war. Das müsste man jetzt nochmal schauen. Aber auf jeden Fall, normalerweise wäre das besser. Wäre noch effektiver. Jetzt ziehe ich mir die ganzen Mobs nach hinten, damit die zweite Brutmutter rankommt. Hätte ich eigentlich auch noch durchziehen können. Ach komm, wollte gerade die Mobs hier wegmachen. Das wäre aber noch schneller gegangen, wäre ich direkt durchgelaufen, wäre ja kein Problem gewesen. So, und dann kommt auch die zweite Brutmutter, wenn man hier hinten ist. Jetzt haben wir schön die Mobs zusammen. Wir ziehen unsere Geschosse für maximalen Schaden. Und let's go. So, jetzt positioniere ich mich so, dass die Brutmutter auch auf jeden Fall die Erdbeben abbekommt. Sehr schön. So. Und jetzt optimal. Wenn du dich so stellst und dann beide Schattenkometen die Brutmütter treffen. Richtig geil. So. So ist natürlich optimal, ja. So stehen sie gut, kriegen beide den Schattenkometen ab und kriegen noch einen Haufen Schaden. Oh, hier habe ich den ersten Hit nicht getroffen, war ich ein bisschen zu früh. Ja, so. Das ist halt wirklich ganz smoothes Farmen, ne? Der Devastator relaxed, relaxed. Du musst nirgendwo drauf aufpassen, weil du gehst eigentlich nicht kaputt, so wie wir den gebaut haben. Du gehst nicht kaputt. Da muss schon echt viel passieren, ey. Weil je mehr Mobs um dich rum sind, desto mehr Rüstung bekommst du einfach. Und desto mehr Schaden machst du eigentlich auch. Jetzt machen wir den Giganten hier platt. Verzögern kurz.
Und jetzt wieder zack, zack, zack. Und rein da. Hier hätte man jetzt auch wieder im Wechsel spielen können. Erdbeben, Schuss, Erdbeben, Schuss. Also Schuss, Schuss. Aber ist eigentlich relativ egal. Deswegen, die Rota ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, ja, wenn ihr da mal einen Rotationsfehler habt oder so, weil ihr habt zwei Abilities, die eure Anomaliekraft pushen und deswegen funktioniert eigentlich wunderbar. So, schön die letzten Alphas weg hier, der ist an der Blutung gestorben und zack, gucken, wo der Hund herkommt. Alles klar. Geschosse ziehen. Perfekt. Und jetzt. Hinten die Mobs easy weg, weil halt Erdbeben so eine mega lange Range hat. So, und das meine ich, seht ihr, jetzt haben wir ein Leck auf Blutung. Ja. Und da wäre es halt noch cooler, wenn ihr halt, wenn ihr halt tatsächlich Erdbeben, Schüsse, Erdbeben setzt. Aber, wie gesagt, gar kein Stress. So, wieder gleich Geschosse. Anomalie Power Up. Kurz verzögert, damit er hinten auch noch bekommt. Und er kriegt beide Schattenkometen. Beide kriegen die Schattenkometen. So, wieder hingestellt, dass ich den hinteren auch treffen kann. Golem gezogen, damit wir die Ability Power ready haben. Diesmal habe ich die Melee-Attacke nicht verkackt. Der wäre auch an Blutung gestorben. Hätte man schon weiterlaufen können. Und ganz relaxed. Also wirklich bis jetzt gar keine Gefahr, bei diesem Bild irgendwas zu verkacken. Verscheißen wollte ich fast schon sagen. Geschosse, Schuss, Erdbeben. Ich setze immer den ersten Schuss, damit er quasi kurz interrupted ist. Ja, weil es könnte ja sein, dass er jetzt zum Beispiel irgendwas anfängt zu casten oder so. Und deswegen fange ich immer mit einem Schattenkomet an, weil der interruptet halt auch. Das ist halt auch nochmal ein mega Vorteil vom Schattenkometen, weil er halt auch wirklich, wirklich unterbricht. Genauso wie die ganzen Erdbeben, ja. Das ist halt mega geil. Die Mobs können eigentlich gar nicht so viel machen. So, jetzt gehe ich extra hier hinten hin, weil ich ziehe mir die immer schön in eine Linie. Leider verkacke ich, glaube ich, bei dem Run. Ich stürze runter. Die ganzen Alphas gehen einfach weg. So, und jetzt normalerweise optimal. Habt ihr jetzt alles hier auf einer Linie und lauft so die Brücke entlang. Ich bin hier leider runtergefallen, was aber für den späteren Kampfverlauf nicht so schlimm ist. Trotzdem kriegen wir jetzt beide Vögel schön runter. Der eine geht leider kurz hinter uns runter. Dadurch können wir sie nicht erwischen mit dem Erdbeben direkt. Aber ich habe mich sofort umpositioniert. Und erwischt ihn jetzt schön mit dem Erdbeben. Schön hier. Hier hätte man auch die Melee-Attacke nehmen können. Ja. So. Geschosse, Erdbeben, rein da. Alle weg. Wie viele Mobs hier? Guck mal, und die fallen einfach weg. Und ihr habt jetzt auch den erhöhten Schaden gesehen, weil die ganzen Alphas um uns rum waren. Plus der Doggy. Das gibt direkt mehr Schaden. Und, ja, und ihr seht, wie schnell der Gigant einfach weggeflogen ist, ja. Schön. Da wurde ich zweimal zurückgestoßen. Das war ein bisschen doof, weil ich wollte ihn eigentlich mit der Melee-Attacke finishen. Also auch nicht optimal gelaufen hier in dem Fall, aber egal. Das hat man gesehen, ich habe die Melee-Attacke angesetzt und wurde zurückgestoßen. Jetzt nuken wir die letzte Brutmutter runter. Auf relaxer Basis. So. Und das Ende ist schon eingeläutet. Jetzt sind wir unten. Jetzt können wir sofort bei der Brutmutter starten hier. Druckwelle interrupted, das meine ich deswegen immer schön drauf. Hier, schade, dass ich das dicke Fell nicht interrupted habe. Da hätte sie noch mehr Schaden bekommen. Wäre jetzt schon quasi fast down. Guck mal, hier wie der Schattenkomet reinschallert. Einfach geil, weil jetzt so viele Mobs um uns rum sind.
Und jetzt wieder rein da. Boom, 700.000. Also die doppelte Schatten-Komet-Kombo extrem stark. Aber wie gesagt, ihr könnt auch easy mit klagende Winde spielen. Ja, ihr seht ja viele Mobs um uns rum. Funktioniert auch super gut, ja. Mit der Granate, den klagenden Winden, funktioniert auch super. Oder ihr spielt mit der Guillotine. Die hat auch nochmal so einen Schwäche-Effekt. Und auch so ein Melee-Ding. Also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, die ihr hier an der Stelle spielen könnt. So. Und das war's. Entschuldigung, ich habe mich leicht erkältet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht, wie einfach es ist, damit zu farmen. Und es ist einfach ein geniales Bild. Der Devastator macht einfach Spaß im Moment. Und ja, kassieren wir unser Legi ab. Und dann wünsche ich euch, bleibt gesund. Ja, wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video mit dem Technomancer. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dweet. Ciao. We'll be right back.